Ja, auf seinem T-Shirt steht Train hard, fight smart. Einmal hat er schon gekämpft. Erstrundensieg durch K.O. Da können wir mal gespannt sein, ob er nochmal an seinen ersten Auftritt anknüpfen kann hier. Ist ja auch ein bisschen was anderes hier in so einer großen Halle, die relativ voll ist. Naja, was heißt relativ voll? Ich sehe von hier aus keine freien Plätze. Moin Moin! Ja, so schnell passt sich der Preuß im Allgemeinen an. Ja. Nach dem Fischmarktbesuch heute Morgen dachte ich, ich komme auch noch mal schnell hier vorbei. Hast du so eine wilde Nacht auf dem Kiez, dass du erstmal zum Fischmarkt musstest? Oh ja, Altona, St. Pauli. Spannender Kampf. Zwei K.O.-Leute. Ja, nach dem Einstieg in dem ersten Kampf werden die ja mal vielleicht dafür sorgen, dass wir im Zeitplan eine große Reserve haben dieses Mal. Na, beim letzten Mal haben wir ein bisschen überzogen, diesmal werden wir sauber rauskommen. Naja, also, liebes Publikum, Frank Buczynski auch als Matchmaker hat nicht nur spannende Kämpferpaarungen im Blick, sondern auch den Zeitplan. Die haben einen Ruf zu verlieren ansonsten. Ja, eigentlich gewinnen sie ja eigentlich immer an ihrem Ruf mehr. Da steht heute was dahinter mit Ismael. Ja, ich habe das schon gesagt, Ismael stellt heute in 5 von den 12 Kämpfen, also in fast der Hälfte der Kämpfe, einen Kämpfer. Der hat hier mengenmäßig auch schon eine Marke gesetzt. Oder hat sein Revier markiert. Sein Revier markiert. Oder die Latte auf eine gewisse Höhe gelegt. Schiedsrichter Bertz, los geht's. Und los geht's. Shake hands, sehr sportliche Geste zu Anfang wieder. Beide Kämpfer wirken auch wieder sehr routiniert. Schöner Low-Kick mit rechts. Und da kommt schon der erste Spinning-Kick von Nils. Er hat nicht angegeben damit. Nils scheint wirklich Spinning-Kicks zu mögen. Und Nils ist relativ groß, gut austrainiert. Er hat da einen Reichweitenvorteil. Die Kicks, die macht er wirklich locker und souverän. Ja, das macht für Selim jetzt erstmal schwer. Aber er scheint noch, er hat die Octagon-Mitte, scheint nicht so sehr beeindruckt. Und da geht er in den Takedown. Und hinten angesprungener Guard. Oh, aber... Ah, der schafft das nicht, den Kopf zu halten. Super schnell aufgestanden von Nils. Und nochmal der Takedown. Double Leg Takedown. Jetzt hat er ihn aber. Direkt in die Side Control, landet aber wieder im Half Guard. Keine Guillotine aus der Position wirklich ernsthaft möglich. Da müssen beide Kämpfer jetzt arbeiten. Jawohl. Ja, jetzt kommt er hoch. Ist in der Guard der Nils von Selim. Nils schafft den Reversal, den Sweep. Was macht er jetzt draus? Da hängt er in der Guillotine fest. Selim zieht, versucht das Ding zu Ende zu bringen. Da ist er ganz tief mit der Hand drunter, kriegt aber die zweite Hand auch rein, hat den Griff geschlossen. Aber Nils jetzt kämpft noch gegen. Da kommt er raus. Jawohl, da ist er draußen. Oh, schöner Submission-Angriff von unten. Hat aber Kraft gekostet, aber auch Nils. Oh, schön mit aufgestanden. Und wieder gleich geworfen von Selim, der wieder in der Side-Control ist. Und da greift Nils aber gleich von unten wieder an. Ground and Pound, jetzt eine bessere Position für Selim. Sichert sich doch erstmal die Side-Control. Jetzt ist deutlich ruhiger. Ist auch vernünftig jetzt. Kommt auch aus seiner Ecke gleich. Selim Ruhe bewahren. Ismaels Coaching, sein Team ist auch wirklich super professionell, was sowas angeht. Die hören auf ihn, auf jeden Fall. Das sind auch immer Anweisungen, die konkret sind. Da geht er in die Mount. Landet aber im Halfguard, oder? Und steht wieder auf. Und nutzt zu schnell in den Backmount. Zu schnell versucht den Backmount, wird wieder im Guard landen. Aber die zweite Guillotine, oder? Ah, der ist aus unserer Position gerade nicht so gut zu sehen. Ich kann das nicht erkennen von hier. Könnte auch ein Würger sein. Ja. Der versucht auf den Rücken. Der kommt auf den Rücken. Und der ist tief. Der ist unterm Kinn. Oh, der ist kurz vorm Einschlafen.
Draiko kontrolliert, ob der Kämpfer noch da ist, sich verteidigt. Der ist noch wach und verteidigt sich. Noch ist eine intelligente Verteidigung möglich. Ganz eng. Da ist aber der Arm, da ist er raus. Oh. Da ist er raus. Wahnsinn. Das zweite Mal schon aus dem Choke raus in der ersten Runde. Und jetzt geht er mit Ground and Pound ran. Kick von Nils. Das kann einen Kämpfer natürlich auch super frustrieren. Zwei so doch deutliche Submission-Ansätze. Und der Gegner kommt raus. Und Nils kämpft. Der hält gegen. Und Nils fängt auch erstmal an, ein bisschen zu tänzeln. Macht sich locker im Stand. Das hat bestimmt auch viel Kraft gekostet, für beide jetzt rauszukommen. Schöner Ball, da hat er mit gerechnet. Trotzdem den Takedown beendet. Landet in der Guard von Nils. Noch 1,20. Ist jetzt wieder in der Halfguard. Oh. Versucht zu passieren, Selim von oben. Ist jetzt aber wieder in der Guard von Nils gelandet bei der Aktion. Selim versucht gerade wieder seine Position zu verbessern. Sehr technisch geführter Kampf. Nils die ganze Zeit mit der offenen Guard, jetzt macht er sie mal zu. Hat wahrscheinlich damit gerechnet, dass sein Gegner aufsteht und er auch wieder in den Stand-Up kommt. Der scheint ihm besser zu liegen, weil von ihm kam bis jetzt keine Submission-Versuche. Selim versucht jetzt auch ein bisschen, sich Platz zu verschaffen, indem er mit den Schultern auch mal zuschlägt. Die letzten 10 Sekunden. Da steht er nochmal auf. Und diesmal geht der Takedown an Nils, aber der landet gleich wieder in der Guillotine. Und da ist die Runde zu Ende. Wobei Nils im Stand-Up auch überraschend mitkonten konnte. Aber das hat Selim auch immer wieder geschafft, gut zu unterbinden. Er hat ein bisschen gebraucht am Anfang, um da reinzukommen. Schauen wir mal, wie die nächste Runde jetzt am Anfang läuft. Da, wieder, harter Low-Kick mit rechts von Nils. Und den Clinch-Versuch sofort unterbunden. Ich glaube, der will nicht mehr mit ihm im Boden. Der muss jetzt im Stand-Up ein bisschen mehr machen. Er überlässt Selim wieder die Kontrolle der Kampffläche. Ja, Selim bleibt in der Mitte, Nils bewegt sich um ihn rum, aber ist, glaube ich, auch das, was Nils will. Nils will ein bisschen in Bewegung bleiben. Er versucht wahrscheinlich, den Treffer zu setzen, während Selim nach vorne kommt. Und auch die Distanz zu halten, wegen dem Takedown-Angriff. Da kommt da wieder der Shoot. Und er ist erfolgreich. Und wenn er nicht aufpasst, landet er im Rücken. Oh, in der Mount-Position. Da ist einer Mount gelandet. In der Mount-Position, da muss er rauskommen. Ich glaube nicht, dass er das Ground and Pound da unten übersteht. Sehen wir jetzt ein paar Schläge mit links. Arbeitet auch wieder gleich mit seiner Schulter. Schön. Immer wieder benutzt er seinen Körper, um sich da Platz zu schaffen, dass Nils ihn von unten nicht so gut klammern kann. Nils dreht sich, das ist gefährlich. Aber er dreht sich auch wieder zurück. Wahrscheinlich hat er darauf gewartet, ob Selim den Rücken attackiert, um ihn dann von dort runter zu bekommen. Wenn Selim da oben sitzen bleibt, wird er die Runde gewinnen. Allerdings glaube ich nicht, dass der Ringrichter Reiko Berz die Runde so weitergehen lassen wird lange. Dazu passiert ein bisschen zu wenig. Nils läuft jetzt am Zaun hoch mit den Füßen, um eine bessere Position für seine Brücke zu bekommen. Aber verharrt zu lange da drinnen. Nicht schwingen. Brücke. Da muss er einfach seine Hüfte hochbringen, und zwar so hoch es geht. Ja, einfach hört sich immer einfach gesagt an. Ja, sitzt leider jemand drauf. Aber jetzt macht das. Oh. Jawohl. Das hat er gut gemacht. Das hat er richtig gut gemacht. Und kommt hoch.
Da ist er doch nochmal wieder zurückgekommen im Kampf. Oh, da lässt er die Deckung aber hängen. Jetzt wird es aber auch Zeit. Er hat nur noch 2 Minuten 40 Sekunden, die Runde doch noch für sich zu entscheiden. Reiko fordert die beiden Kämpfer zu mehr Aktionen auf. Die sollen jetzt aber erst Pause machen. Selim wird erstmal ausschütteln müssen. So einfach jetzt. Und wieder der rechte Lowkick von Nils. Da hat er nur die Hand getroffen von der Deckung mit dem Spinning Backkick. Jetzt geht er vor. Und Selim gleich wieder in den Takedown. Zwei Minuten. So könnt ihr die nicht verbringen, Jungs. Da gibt es eindeutige Anweisungen vom Trainer. Nur hört Selim da gerade nicht drauf. Körper, Körper, Kopf. Stattdessen ist ja ein Klassiker. Ja. Könnte auch sein, dass er den aus Berlin hat. Unglaublich. Ja, Nils jetzt mit ein bisschen Ground and Pound von unten, dazu muss man sagen, das hat nicht viel Wirkung, weil er da nur aus den Armen schlagen kann, Körpergewicht keine Rolle spielt von unten. Und wir sind auch nicht mehr im Grappling, also heutzutage wird von... Oh, harte Schläge von oben durch Selim. Das kann jetzt den Kampf entscheiden. Da ist er aus, da ist er aus. Vorbei, vorbei. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, wir haben ein Urteil und es war ein schöner Kampf, es war ein spitzer Kampf, es waren zwei große Kämpfe, die wir gesehen haben. Ich möchte mal daran erinnern, beide Jungs starteten zu ihrem zweiten Kampf, das lässt hoffen für die Zukunft. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ground and Pound war der Grund, Referee Stopping, das Ende. Der Sieg geht an Selim Agayev.